So, und wir kommen zu der letzten Folge in dieser Aufnahmesession. Was habe ich getan? Nein, ich wollte das da. Ja. Whatever. Okay, so. Nein. Passt. Hoffe ich doch. Okay. Gut. Genau, das Haus war fertig, soweit. Ich verstehe nur nicht. Ach scheiße, na schau mal einer an. Das habe ich ja blöd verkackt jetzt. Ernsthaft? Habe ich das überall so gemacht? Ja, ich habe es überall so gemacht. Die Holzfront ist immer ein zu weit draußen. Fuck. Also rennen ins Haus und alles nochmal neu machen. Das gesamte Haus einmal abreißen und mal neu aufbauen. Ist das jetzt hässlich? Na gut, was soll's. Dauert das wirklich so lange? Boah, das ist jetzt scheiße. Na gut. Die Herausforderung nehme ich an. Aha. Hat es zwar gehofft, wir sind mit dem Haus fertig, aber leider haben wir die Runde komplett verkackt. Oh Gott, und das viermal. Warum ist Steinwerkzeug so langsam? So, das Fenster kann bleiben, das ist genau perfekt positioniert. So, nein, Erde brauche ich jetzt nicht, ich brauche Holz. Volle Hütte. Jetzt muss da der Fans wieder rein. Okay. So, hier das Fenster hier hinten. Ach Gott. Das war mal wieder für die Katze, ey. So, und dann wie gesagt, müssen wir überlegen, was hatte ich denn damals vorgeschlagen als Zwischenboden? War das Cobblestone auch? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Kann es sein, dass wir hier Cleanstone einziehen wollten als Zwischenboden? Bin ich mir gerade komplett unsicher. Muss ich ja mal zugeben. Ich meine, aus jetziger Sicht würde ich das sogar fast mit Cleanstone machen. Das würde dann zu dem Boden unten Kontrast geben, wisst ihr? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gut aussieht, wie ich mir das gerade vorstelle. Vor allen Dingen, wenn es nicht so gut aussieht, wie ich mir das gerade vorstelle, dann wäre das eine riesige Verschwendung an Kohle. Deswegen sollte das schon gut überlegt sein. Bevor man das macht, wenn es geht. Naja. So, hier kann ich jetzt erstmal alles hier vorne ausmachen. Nice, hier dicey.
leck mich doch. Siehst du, ohne diese Holzwände hat man auch einen viel besseren Durchblick. Hä? Ist ja genauso schnell. Digga, was ist das für ein Witz? Hätte ich ja gar keine Steinaxt machen brauchen, ey. Digga, meine Hand ist selber so hart wie Stein, ey. Ist ja hier steinhart. Bin quasi der Rammstein hier, aus Fleisch und Blut. So, und jetzt muss das Ganze nämlich hier so hin. Blöd ist das, wir jetzt natürlich nur hier unten. Wie macht das denn jetzt am dümmsten? Okay, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich mache hier einfach so ein Ding hin und so ein Ding hin. So, und jetzt muss es ja eigentlich hier 1 zu 1 weitergehen, ne? Genau, das passt dann von außen optisch und von innen sollte das auch passen, optisch. Oh, no problemo. Okay. Gerade ein bisschen mal fragt, dann waren die denn hier für eine Scheiße. Also, hier kommt das Fenster hin. Dann müssten hier zwei sein und hier einer sein. Genau. Ja. Goddammit, Alter. Wäre ich doch bloß Dachdecker geworden. Hätte ich mal was aus meinem Leben gemacht. ja. Da. So, und dann. Easy. 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 Okay. Das sieht so richtig aus. Ich hoffe, das ist auch richtig. Vor allen Dingen muss ich mal ganz kurz nochmal wahrscheinlich einmal hoch und durchs Fenster klettern. Ja, genau. Hier nehme ich. Hier fällt noch was. Ah, fuck. Wie schön, dass ich jetzt die Schleichtaste benutzen kann. Digga. Ein Unterschied von Tag und Nacht. Was ist denn da für eine Lücke? Hä? Ach so, wow. Ja, genau. Das war die Lücke, die ich jetzt schließen möchte. So ungefähr. Okay. Ach, ich bin gerade schon gewundert. Da dachte ich schon, da fehlt irgendwie jetzt eine Textur oder sowas. Aber stattdessen fehlt mir einfach nur Hirn. So, so. Fertig. Okay. Eigentlich würde ich jetzt auch gleich anfangen, hier den Boden reinzuziehen. Aber da brauche ich erstmal Cleanstone. Haben wir welchen? Nein. Die Kiste könnte ich auch mal nach drin verfrachten. Nein, kein Cleanstone. Das ist aber schon hart traurig. Dann schmeiß ich einfach mal ganz kurz rein. Wow, genau einfach, wie einfach genau ein Blick übrig bleibt. Danke.
So, hier sieht es auch schon relativ gut aus. Das ist schön. Da kann ich die Aufnahme noch mal leck mich am Arsch. Eine Ernte einfahren, genau. So, und jetzt muss ich mal gucken hier mit den Kisten, wie ich das mit dem mache. Die untere Kiste ist frei, die kann ich also abbauen. Ach so, man kann nur. Ja, man kann die Kisten nur gemeinsam abbauen. Ja gut, das ist natürlich bei bei Minecraft besser gelöst. Dann muss ich hier tatsächlich alles rausnehmen. Fuck. Mache ich ungerne, aber es hilft ja nichts. Es reicht nicht mal. Es reicht nicht mal. Dankeschön. So, die Kiste kommt hier hin. So. Easy. Wie weit bist du? Braucht viel zu lange. Ich guck mal, ich glaube, ich brauche noch ein paar Kisten, ein paar Öfen mehr. Das ist für so ein Let's Play immer ganz praktisch, weil wenn man Singleplayer hat und da ein bisschen warten muss, kein Problem, kann man noch mal in die Küche gehen, Stullen machen oder sowas. Aber beim Let's Play wäre es doch schon besser, wenn man da ein bisschen auf Effizienz geht. Deswegen machen wir einfach so einen Viererofen. Warum mal wieder hinklatschen? Ein bisschen in die Ecke. Nani! Oh mein Gott! Danke. So, easy. Easy peasy lemon squeezy. Wir nehmen mal davon nur. Wow. Thanks. 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 Hä? Whatever. Hardcore-Produktion. Wenn wir schon mal dabei sind. Scheiße. Haben wir noch mal Steine? Wir brauchen Steine. Hallo, Steine. Scheiße. Fuck. Gut, ich meine, so viele Steine, wie ich jetzt da gerade backe, brauchen wir gar nicht. Aber haben wir wenigstens ein bisschen Cleanstone. Das ist genauso wie bei dem hier bei dem roten Stein. Umso mehr, umso besser. Haben wir wenigstens immer ein bisschen so Reserve, wenn ich mich hier noch 20 Mal verbauen sollte zum Beispiel. Ne? Kennt man ja alles. Okay. Gut, können wir mal loslegen. Brauchen wir ein bisschen Dirt. Dankeschön. Siehst du schon gegen das Brennen, Backen. Egal. Das Zubereiten der Steine. Ratzfatz. So, ja, und jetzt einmal Thanks. Gut, jetzt brauche ich eigentlich gar nicht. Die sieht man ja eh nicht. Und schon habe ich den Stein verschwendet. Yay. So. Tada.
So ist schon hart geil. Na doch, das sieht geil aus. Und das Beste ist, wenn es doch kacke aussehen sollte, nach einer Weile, wenn man sagt, der sieht doch scheiße aus, irgendwie so auf Dauer, dann haben wir wenigstens keine Kohle verschwendet, sondern einfach nur Blätter. Das erleichtert denn das Herz doch ein bisschen. Wow, ey, das war ja auf den Stein genau. Siehst du, dass ich den Stein verschwendet habe? Das war voll gescheiße, ich komme gar nicht mehr raus hier. Das war voll geplant. Also siehst du, wir müssen ja sowieso noch ein Loch bauen nach unten. Wir brauchen eh noch eine Treppe, egal wie ich jetzt hier weitermache. Egal, ich gehe erstmal runter, gucke, wo ich unten die Treppe am besten platziere. Bau die Scheiße hin hier. Meine Fresse. Ah ja, um dich kümmere ich mich gleich noch, ja. Scheiß Feld, du. Okay. Treppe nach oben. Erstmal das hier abbrochen. Mir würde es schon gefallen, wenn es irgendwo zentral in der Ecke wäre. Also da zum Beispiel oder hier. Weil da sind die Öfen. Eben. Da sind die Öfen. Da könnte ich das auch hinklatschen. Easy, machen wir. Also, einmal da, da. Ne, jetzt muss ich überlegen. Bis dahin möchte das also oben auf jeden Fall im Übergang. Den wäre also da drauf die Treppe. Und dann wird es hier so runtergehen. Also einmal so. So, hier ist ein kleiner Bereich, damit man hier noch ran kann. Hier ist ein Fenster, kann man zu der Zone noch rausgucken. Kann man hier so noch schön an die Öfen ran. Und hier geht es dann weiter runter. Und dann ragt die Treppe aber genau hier den Weg rein. Ah. Egal, das Wissen ist kein Problem, ist easy. Easy. So, und jetzt müssen wir hier rauf ein paar Treppen bauen, keine Ahnung wie viele. Man bekommt 8, sollte auf jeden Fall reichen. So, jetzt wird hier wieder aufgebaut. Den Ort haben wir ja bereits. So, perfekt. Kommen wir hier hoch. Sehr schön. Und wir sind oben. Nice. Geil, Alter. Nur hiermit bin ich echt nicht zufrieden. Die Ecke verkackt das jetzt ganz. Das Ganze jetzt irgendwie doch wieder ein bisschen. Scheiße, Alter. Boah, Alter, das ist Dreck. Okay, komm. Ach, gewonnen. Mist, Geburt. Ich verschiebe die Treppe jetzt nach hinten, in der Hoffnung, dass das nicht kacke aussieht, dann oben wieder. Zum Glück bekommen wir die Treppen als Clean-Treppen zurück. Wäre scheiße, wenn wir die jetzt auch als Cobblestone-Treppen zurückbekommen würden. Ja, würde ich hier aber im Dreieck springen. So, dann sollte das hier oben noch passen. Zur Not, was man auch machen kann. Nee, ich mach so. Ich mach jetzt noch ganz mal eine Treppe hin. Easy. Passt. Okay. Schon besser. Schon gleich viel besser. Ja doch, das sieht besser aus. Okay. No problemo. Warum ist die Tür offen? Tada! Gut, das haben wir. Was mir noch einfällt, wir haben gar kein Bett. Ernsthaft?
Oh. Arschlöcher. So, okay. Danke. Und danke. Ach komm. Musste sein. Was mache ich denn hier, Alter? Ist ja voll Eiertanz. So. Okay. Gut, damit ist das Haus. Ach du Scheiße, was ist denn da vorne los? Ja, das ist tatsächlich. Na, das sieht noch ein bisschen, ungeil aus. Okay, wisst ihr was? Ich reiße das gesamte Gebäude nochmal ab und baue nochmal alles neu. Nee, aber ich knall. Scheiße! Ich brauche kurz 5 Holz. Dankeschön. Easy peasy lemon squeezy. So, kann ich hier durchs Gitter durchgreifen? Nee, ne? Nee, geht nicht. Also wieder raus. Also war kein Äpfel dabei. So, danke schön. So. Ach ja, ich auch noch. Zeugnis meiner Untaten. So. Perfekt. So sieht das Ganze doch mal ein bisschen, ja, ordentlicher aus. Hä? Alter, wo sind, warum sind hier überall so Löcher drin? Sag mal, war hier ein Creeper oder ein Enderman oder was? Ist doch gar nicht. Gut. Okay. Damit ist das Haus erstmal soweit vom Grundriss her fertig. Jetzt gucken wir mal noch ein Bett, wollten wir noch bauen. Siehst du, brauche ich doch noch dreimal hier. Davon brauchen wir 12 und dann brauchen wir bitte nur 3. Und brauchen einen Stab. Alles andere kommt komplett wieder in die Kiste hier. Da, 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 da. Wow. Ach, wow. So. Hä? So.
Hä? Ah. Ja, wohin mit dem Bett? Perfekt. Easy, genau. Elena. Elena. Illinois. You can only sleep at night? Da. Okay. So, ja gut, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich damit erstmal. Folge ist jetzt wieder ein bisschen kürzer geworden, aber gut. Dafür kommen diese Woche ja ein paar mehr Folgen. Kann man also vertreten. Ja, in dem Sinne, hast du schön geworden. Also, ciao mit V.